Herzlich willkommen. Wir verwandeln heute eine langweilige Holzkiste in ein Star Wars Requisit, das wir später für den Dreh eines Fanfilms verwenden wollen. Los geht's im Meshmixer. Ich erstelle mir zunächst eine 3D-Repräsentation der Holzkiste und des Deckels, damit ich dann die Designelemente entwerfen kann. Elemente klaue ich natürlich bei X-Wing und TIE Fighter-Piloten. Muss ja nicht alles selbst machen. So, und fertig ist die Kiste. Jetzt kommen die Teile auf die Druckplatte. Ein Teil wird in PLA gedruckt, einer in Kunstharz. Und los geht der Druck. Ein kleiner Zeitsprung, 24 Stunden in die Zukunft und wir sind fast fertig mit dem Druck. Zeit, schon mal die Holzkiste vorzubereiten, nämlich zu grundieren und zu lackieren. Ein paar Streifen Silber drunter. Da kommt gleich Latex drauf, das dann trocknet. Über das Latex wird drüber lackiert und dann chippt es nachher so schön ab und verleiht der Kiste so eine alte Optik, als ob Farbe abgeplatzt ist an den Rändern.
Das ist dieses wunderschöne Short Trooper Blau, das die Short Trooper auf den Schultern und auf dem Brustpanzer haben. Das war noch übrig von meinem Short Trooper Bild und besonders in der Kombination mit Schwarz, wie ihr auch in meinem Gonk Droid Video gesehen habt, finde ich das eine unglaublich schöne Farbkombi. Ein dicker blauer Streifen wird jetzt abgeklebt, der dann nachher natürlich blau bleibt und der Rest der Kiste wird schwarz lackiert. Ja, da habe ich einen Fingerabdruck reingemacht. Egal. So, erstmal die Grundlackierung fertig. Jetzt knibbel ich dieses inzwischen getrocknete Latex dort wieder ab und wie ihr seht, darunter blitzt dann die silberne Farbschicht raus und verleiht dem Ganzen ebenso die Illusion abgeplatzter Farbe und einfach einer Kiste, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Das wird der Verschluss. Das ist eine kleine LED-Lampe, die ich hier auch nochmal blau lackiere. Das selbstklebende Klebeband, was da hinten drauf ist, halbiere ich jetzt, damit die Kiste hinterher auch noch aufgeht. Soweit, so gut. Inzwischen sind die Drucke fertig. Ich löse die jetzt mal alle hier von der Druckplatte und zeige euch die einzeln. Zunächst die PLA gedruckten Teile. Und die Resin-Teile. Auch die werden grundiert und lackiert. Die Ecken, die oben auf dem Deckel an die vier Kanten kommen, sollen natürlich auch in Blau. Der Rest wird schwarz und nachher noch mit ein bisschen silbernem Rubbon Buff detailliert. Und die Greeblies werden silber. Ich habe mir jetzt keine große Mühe gegeben oder gar keine Mühe gegeben, die Teile zu schmirgeln. Bei den Resin-Teilen sowieso nicht. Die kommen ja sehr, sehr detailliert aus der Maschine bei einer Print-Line-Dicke von 0,05 Millimetern, glaube ich. Aber die PLA-Teile habe ich nicht geschmirgelt. Ganz einfach aus dem Grund, dass dieses Requisit irgendwo im Hintergrund in einem Regal stehen wird und nachher im Film sowieso nie aus der Nähe zu sehen ist. Insofern ist es völlig egal, ob ich das schmirgel oder nicht. Und fertig, beziehungsweise fast fertig, denn die Kiste sieht immer noch viel zu neu aus. Das heißt, jetzt kommt braune Acrylfarbe ins Spiel, um einfach ein paar Schmutzflecken darauf zu machen und dem Ganzen noch eine etwas ältere und abgenutztere Optik zu verleihen.
ein paar Kratzer rein mit dem Dremel. Und schlussendlich eine Schicht Klarlack, Semigloss, um alle Farben und auch das Acryl zu fixieren. Leider nimmt es dem Rub & Buff so ein bisschen von seinem Glanz, aber ich habe es auch schon erlebt, dass sich das sehr schnell wieder abreibt, und das wollte ich vermeiden insofern. Einen Tod muss man sterben. Das ist die fertige Kiste. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da und freut euch auf unseren Star Wars Fanfilm.